Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Jansel und ich heiße euch herzlich willkommen auf diesem Kanal. Und ich möchte mich für 20.000 Abonnenten bedanken. Wir danken euch von ganzem Herzen. Wir hätten niemals vor einem Jahr gedacht, dass uns überhaupt 20 Leute folgen oder abonnieren würden. Und jetzt sind wir einfach 20.000. Ich weiß genau, dass unter euch Zuschauern, welche dabei sind, die seit Tag 1 uns unterstützt haben. Und ich soll auch von Sinan euch wirklich von Herzen danken. Wir sind wirklich unglaublich stolz und dankbar und freuen uns jeden Tag, wenn wir sehen, dass uns noch mehr zuschauen. Und die Kommentare, die sind immer, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wenn ich das durchlese. Da sind natürlich auch ein paar bisschen böse und nicht so schöne Kommentare, aber die guten Kommentare überwiegen einfach so heftig. Und ich lese das und ich freue mich, weil ich finde, ich bin einfach nicht so die typische YouTuberin, die es sonst gibt. Ich bin ein bisschen korpulenter und nicht perfekt. Für mich ist, ja, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, die anderen sind es auch nicht, aber man weiß ja, man selber denkt immer, alle sind perfekt außer einer selbst. Und wenn ihr dazu gerne ein Video sehen möchtet, wie ich mal so vielleicht einen Real Talk mache, wo ich ein bisschen so drüber rede, wie ich mich selber eigentlich sehe und den Rest der Welt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Das würde ich dann als nächstes machen. Aber ich erzähle euch erst noch, was es heute in diesem Video gibt. Seit meinem letzten Haul kooperiere ich nämlich jetzt mit SHEINside und mit Romworm. Ich weiß nicht, ich weiß halt wirklich nicht, wie man das ausspricht. Und die können mir das jetzt auch nicht in Lautschrift schicken. Romwe, Romworm. Und ich kriege jetzt kein Geld dafür, dass ich diese Videos drehe, sondern ich kriege die Klamotten gestellt. Ich darf mir da was aussuchen. Immer so 4 Teile ungefähr. Und ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, auch einfach mal als ein bisschen korpulentere Person in diesem Business zu zeigen, dass man sich wirklich schön kleiden kann und auch günstig schöne Sachen findet. Weil ich dachte immer, dass in diesen chinesischen Online-Shops oder wie man die halt nennt, wirklich nur für ganz, ganz skinny Mädels was finden kann. Aber nein, es ist auch was für uns dabei, Ladies. Und zwar, ich wollte heute mal ein bisschen eine andere Version drehen, mit ein bisschen Hintergrundmusik und wie ich die Klamotten nur präsentiere und nicht so viel rede, weil ich rede einfach immer viel zu viel und muss dann immer viel zu viel schneiden, weil da so viel Unsinn dabei ist, so wie jetzt. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Klamotten findet. Ich werde euch alles in der Infobox verlinken und viel Spaß. I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done if you come home. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me off, yeah. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need.